Vielleicht lasse ich es und hole mir eine Schale Brühe. Ich dachte, hierher zu kommen, würde mir Mut machen, aber es bringt nur unerwünschte Erinnerungen. Seit die Himmelsmenschen hier sind, haben wir wohl alle solche Erinnerungen. Ja, genau wegen der Himmelsmenschen mache ich mir Sorgen. Mein Bruder Wohl, seine Frau, hatte einen Unfall. Ich war dort, als sie starb. Aber ich habe es ihm nie gesagt. Ich bin so feige. Er sprach von der Wiese, wo sie sich kennengelernt haben, dem purpurroten Wald. Die Himmelsmenschen haben da eine Basis. Ich fürchte, er ist dort. Ich finde ihn vor ihnen. Das würde ihm sehr helfen, aber er ist zu stolz, um es zuzugeben. Die Wiese ist über den Fluss beim Steinwolkental und dem purpurroten Wald. Wir haben eine viel bessere Ausrüstung als das. Duftet nach Regen. Ich wünschte, Uruhe würde sich mehr um andere bemühen. Genau so. Hörst du? Von hart zu weich, von reglos zu lebendig. Es verändert sich. Fast wie das Knistern eines Feuers. Es bricht unter einer unsichtbaren Flamme. Eine Sarentu. Interessant. Der Baum muss deine Hände führen. Das Holz formen bedeutet, ihm zuzuhören. Du hast recht. Oft war ich zu eilig und es brach. Dieses werden wir. Thank you.
genieß es! Schön, dich zu sehen, Delisi. Thank you.
Es gibt kaum noch Orte, die die Himmelsmenschen nicht zerstört haben. Hast du sie schon öfter vertrieben? Ein paar Mal. Ich bin kein guter Jäger, aber auf dieser Wiese wuchsen die Lieblingsblumen meiner Frau. Strahlende lila Blüten. So strahlend wie sie, unser Ort. Sie dürfen nicht hier sein. Wir können sie vertreiben. Halt Wache. Ich greife sie an. Auf dem Hügel steht ein roter Baum mit besserer Aussicht. Ich warte dort auf dich.
Wie ich sehe, bist du daran gewöhnt. Hier, für dich. Da bist du ja. Du machst dir also Sorgen um mich. Nein, nein, gar nicht. Ich meine, ja, habe ich. Hast du die Sarentu geschickt, um auf mich aufzupassen? Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Du schienst traurig, als wir das letzte Mal sprachen. Verstehe. Du hast mir bei einer wichtigen Sache geholfen und dafür bin ich dir sehr dankbar. Gut, dass Uol deine Sorgen zu schätzen weiß. Hat er sich gerade bei mir bedankt? Das gab es ja noch nie. Ich war dort, als die Sarentu hereinkam. Der sich in unsere Angelegenheiten einmischt. Mokasa hat dir schon gesagt, dass du gehen sollst. Nun, viel Glück beim Kämpfen. Mutig wie ein Sturmbiest, dieses Sarentu. Nicht vertrauenswürdig.